Was? Griechische Mittelmeerkost im Ruhrgebiet. Das ist jetzt die zweite Chance. Die Kollegen, die sind noch anspruchsvoller als das erste Mal. Wir müssen 120% geben und alle Speisen müssen perfekt sein. Kann Yorgos Pegasos-Küche bei der zweiten Chance wirklich punkten? Ich habe die Lammkoteletts anders erwartet. Zu dünn geschnitten und sehr trocken. Okay. Würde ich sagen, acht auf die Gräten. Ich habe extra gesagt, aufpass auf die Gräten. Tut mir leid, Carlos. Ein Früchtespiegel aus der Dose und ein billiges Discounter-Eis. Stimme auf. In der Ruhrgebietsmetropole Oberhausen steigt heute die große Lokalschlacht. Noch liegt Carlos mit 31 Zählern vorn, aber Yorgo will das heute übertrumpfen. Im Oberhausener Zentrum steuert Mike Süßer das Pegasos an. So, jetzt am dritten Tag kann der Yorgo seine Künste zeigen, die griechische Küche in ein modernes Licht führen. Das ist so meine kleine Hoffnung, gell? Den Betrieb hat er übernommen von den Eltern. Und wenn ich sowas sage, hoffe ich, dass die Neuzeit doch ein bisschen eingeschaltet worden ist. Ne? Ich kenne das aus meinem Dorf, Schlachtplatte, ne? Odysseus, ne? Randvoll mit Fleisch, 12,50, fertig. Ne? Ich hoffe auf richtig gute griechische Küche. Gute Kräuter müssen im Spiel sein. Ne? Gutes Gyros ist immer geil. Lammfleisch, das gehört dazu. Gell? Also, schauen wir uns an. Und wie will Yorgo unseren Profi überzeugen? Den Mike will ich gleich beweisen, wie wir lecker, frisch und unkompliziert kochen. Dass einfach mal die tolle Produkte ohne viel Pipapo gut schmecken. So, da stoßen wir jetzt hier, bevor der Mai kommt, ne? Ne, jemals. Jemals. Es gibt doch noch einen Plan B. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann füllen wir den ab. Mit Uso. Auf jeden Fall. Guter Plan eigentlich, ne? Mike ist natürlich völlig unbestechlich. Ah, hey, hallo. Mike. Ja, ja. Grüß dich. Servus, alles geht's gut? Ja. Wunderbar. Mein Bruder? Dein Bruder? Ja, hallo. Alter, Griechenfreundschaft. Jawohl, La Familia, La Familia, wenn ich gesagt, in Italien. Ne? Aber in Griechenland lebt ihr es auch genauso, genau, gell? Das gleich, und ihr strahlt, alter Schwede. Also tolle Ausstrahlung. Aber weißt du, was noch geiler ist? Ich habe es nämlich eben gerade beim Herkommen gesagt. Hoffentlich mal ein bisschen modernes Griechenland. Schau mal, wie schön die Griechenland präsentieren. Da haben sie die Öle aufgebaut, da Lebensmittel aufgebaut. Endlich mal ein modernes griechisches Restaurant. Vor 4 Jahren ungefähr waren wir das erste Mal in meinem Lokal, dein Lokal. Ja, da war das, sah das anders, genau, aus. Das habe ich mir angeschaut. Das traditionelle Ambiente gehört der Vergangenheit an. Wir haben uns komplett verändert, auch was die Küche angeht. Wir kochen mehr in den Detail, noch mehr frisch als früher. Dadurch sind wir immer mit der Zeit.